Moin, Freunde, willkommen zur neuen Runde H1Z1. Ich weiß nicht, ob wir das tun sollten, aber ich versuche mal da in Richtung Military Camp zu kommen. Ne, ich glaube, es ist schon zu spät. Dann nehmen wir alternativ diesen kleinen, schönen Campingplatz hier im Wald. Manchmal gibt es da auch ganz gute Sachen. Ja, alles außer eine Waffe. War schon mal da. Schade eigentlich. Letztes Mal bin ich an so einem Ding gelandet, da gab es schön AKs. Ja. Da ist das Military Camp, da sind wir. Puh, wir können versuchen, in Richtung Cranberry zu gehen. Hier können wir so schnell jetzt nicht mehr was finden. Ja, auch das wird seine Zeit dauern. Ich hätte nicht zum Military Camp hingehen sollen wollen. Das war eine Fehlentscheidung. Aber da vorne ist schon Cranberry. Ich werde jetzt einfach auf gut Glück reinlaufen. Drum bei Antenne gibt es auch manchmal was. Das ist ein Military Backpack. Schade, dass ich nichts drin habe, nichts da habe zum Verstauen. Ich klappe hier die ganzen Zeltplätze ab. Ich glaube, ich würde in der Entfernung mein Auto. Das ist nur der Bomber. Mann, ey, hier gibt's einen Scheiß. Na, Tanke wäre ja schon mal nicht schlecht, aber sehr unwahrscheinlich, dass da noch niemand war. Wir müssen es aber riskieren. Wir haben ja gar nichts. Ja, die Tür ist hinten offen. Klebern, klebern, Rucksäcke. Wenigstens erstmal eine Pistole nehmen wir. Ein paar Schuss Munition, Shotgun. Mich auch sicherlich schon vorher attackiert. Schnelle Schuhe. Noch ein Klebeband. Ja. Ja. Rein nach Cranberry, was soll's. Wo müssen wir hin? Oh no, wir müssen übel nach Norden. Das wird ein Spaß. Alter, wir müssen auch noch durch Pleasant Valley theoretisch durch oder schräg dran vorbei.
Da hinten ist das Camp, wo ich letztes Mal so viele AKs gefunden habe. Da gehe ich jetzt nochmal schnell hin. Auf jeden Fall nochmal größer das Camp. Ersatzhelm. Oh, hier macht keinen Scheiß. Da. Helm gibt es hier auf jeden Fall ohne Ende. So, leider kein Military. Können uns leider kein Dings machen. Keine Weste. So, jetzt müssen wir los. Denn wir haben noch einen kleinen Fußmarsch vor uns. Wir werden mal versuchen, hier so leicht. Vielleicht rechts an der Seite zu gehen, dass wir wenigstens so ein bisschen die Deckung der Bäume haben hier. Links sind wir natürlich komplett offen. Ich bin mir auch sicher, dass es eine automatisch laufende Taste gibt, aber ich kenne sie leider nicht. Ein paar Camper. Wir haben jetzt in letzter Zeit ein bisschen Duo-Q gespielt. Das macht auch richtig Fun. Denke mal, da werden die Tage auch ein paar Videos von kommen. Jetzt ist hier die Tür zu. Nur so. Komm schon, wo habt ihr den Military übersehen hier? War hier echt noch keine? Liegt auf jeden Fall ziemlicher Schrott nur drin. Ja. Behaltet euren Kram hier. Medipack-mäßig sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet. Können wir uns nochmal schnell ein paar Bandagen machen. Ah, scheiße. Stimmt, man darf nicht loslaufen beim Craften. So, da vorne ist die Stadt schon. Die möchte ich gar nicht mehr unbedingt so direkt besuchen. Ja, siehst du mal. Die Sau hat mich bestimmt gesehen. Was macht er denn da? Der geht looten. Alles klar. Wenn jetzt wieder rauskommt, dann bin ich natürlich gefickt.
So, wenn er nicht blöd ist. Hat er natürlich den Schlüssel mitgenommen. Der will bestimmt zu seinem Auto zurück. Ja, will er. Ja, wo will der hin? Das nächste Haus auch noch ein, okay. Und tschüss. Alter, ich sehe gar nichts. Wie sehe ich denn diesmal so wenig? Oh no. Oh no. Problematik ist, ich sehe nichts. Ich hau mal schnell eine Bandage rein. Wenn ich hier durch die Stadt zu entkommen, dann werde ich absolut nichts sehen. Aber ich meine, dass Norden so ungefähr in die richtige Richtung sein müsste. Ja, okay. Ja, der Typ wird, denke ich mal, jetzt am Gas sterben. Hoffe ich doch noch. Gut. Da steht ein Auto. Da ballern sich wahrscheinlich gerade zwei. Ich würde jetzt lieber eigentlich einfach ein bisschen in Ruhe looten. Da steht auch ein Auto. Ich stehe immer auf diese Häuser hier. Die Problematik daran ist halt, ich muss das Ding jetzt wieder hotwiren. Hier ist offen. Das ist scheiße. Erstmal heilen. Hab ich eigentlich kein Medikit eingesammelt? Nee. So, muss meine Waffen mal umlegen hier. Müssen wir halt diesmal über die Bandage machen. Schien nicht allzu weit entfernt. So. Dann gucken wir doch mal, wo wir jetzt hin können. Wir müssen auf jeden Fall erstmal uns weiter nach Norden begeben. Tja, wir können hier noch versuchen, zu dieser einen Militärstation zu gehen. In der Hoffnung, dass da ein bisschen was übrig geblieben ist für uns. Was aber äußerst unwahrscheinlich ist.
Die Problematik ist halt. Oh nein. Die Problematik ist halt, aussteigen ist schwierig. Warte mal. Vielleicht können wir uns hier Schlüssel zocken. Was haben die? Da ist auch kein Schlüssel drin. Mann. Schauen sich die Leute nicht mal und überall Schlüssel. Sowas muss doch nicht sein. Was die Kiste ist. Wir fahren einfach mal rum. Guck mal, da ist schon einer von unseren Kollegen. Wir tun einfach mal so, als ob wir jetzt voll drauf haben. Ja, komm, spiel raus. Nein, der tut's nicht. Nein, 22. 22 hat er noch, 22 habe ich noch, hat er noch gehabt, mein 22. bin ich geworden. Ja, das ist halt immer so eine High-Risk-Sache, ne, da zur Kiste zu gehen, aber egal. Es muss ja auch mal was Actionmäßiges geben. Ich dachte auch, ich könnte inzwischen ein bisschen besser schießen, aber in der Notsituation ist es immer noch ein bisschen, es könnte besser sein. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.